Herzlich willkommen in der Do-It-Yourself-Kajüte. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach diese gefüllten Osterhasen und Ostereier selber machen könnt. Die Kopiervorlage findet ihr in der Infobox. Ihr benötigt Papier, Klettverschluss, transparente Tischdecke, eine Stoffschere, eine Papierschere, Nähgarn, Wonderclips, eine Heißklebepistole und Filz. Für die spätere Füllung brauchen wir noch Süßigkeiten, am besten diese Größe, und wir brauchen eine Nähmaschine. Wenn ihr die Vorlagen ausgedruckt und ausgeschnitten habt, könnt ihr diese nun auf den Filz übertragen und ebenfalls ausschneiden. Wenn wir nun alle Teile zusammen haben, nehmen wir uns zwei kleine Teile von der transparenten Tischdecke und kleben sie mit der Heißklebepistole auf die offenen Löcher. Schneidet euch nun jeweils einen 5 cm langen Streifen vom Klett ab, sodass ihr zwei Vorder- und zwei Rückseiten habt. Und näht nun diese Klettstreifen an den Filz. Nun werden alle Teile aufeinander gesteckt, mit Wonderclips festgesteckt, und danach können wir auch schon einmal drumherum nähen. Genauso. Nun werden das Osterei und der Osterhase einfach nur noch gefüllt und schon seid ihr fertig.